Robert, hier ist Erich. Erich Schuster. Erich, hallo, wie geht's? Lange nicht von dir gehört. Ich weiß, ich weiß. Was machst du? Arbeitest du irgendwo? Nein, es hat noch nicht geklappt mit einer neuen Stellung. Es ist ja nicht so einfach heutzutage. Ich schicke dauernd Bewerbungen raus, aber... Und deswegen rufe ich auch an. Kann ich bei euch mal ein paar Sachen kopieren? Lebenslauf, Zeugnisse, die ganzen Unterlagen. Kopieren? Ja, wenn ich mal den Kopierer benutzen darf. Na klar, komm morgen vorbei. Hier in der Firma. Ach, weißt du, das ist mir unangenehm. Die haben mich ja schließlich rausgeschmissen. Die haben dich doch nicht rausgeschmissen. Ja, ich sehe es aber so. Knall und Fall haben die mich vor die Tür gesetzt. Ich meine, ich will da einigen Leuten nicht begegnen. Wie kann ich dir da helfen? Wenn du mir den Firmenschlüssel gibst, bist du heute Abend zu Hause? Ich würde mir dann den Schlüssel bei dir abholen. Heute Abend noch? Ja, ich brauche den Kopierer nur ein paar Minuten. Ja, ja, hol dir den Schlüssel. Ja, danke. Was macht deine Frau? Die ist ausgezogen. Weißt du, die ist nicht fertig geworden mit den veränderten Verhältnissen. Nicht fertig geworden? Ja, sie hat sich irgendwo ein kleines Zimmer genommen. Seid ihr geschieden? Nein, wir leben getrennt. Was ja fast dasselbe ist. Und deine Kinder? Die waren ja schon aus dem Haus. Nein. Ich meine, was sagen die? Ja, nichts. So gut wie nichts. Ich meine, irgendwie halten die nicht viel von mir. Ich entspreche wohl nicht ihren Vorstellungen. Kann ich den Schlüssel kriegen? Na klar. Diese Sachen hier, 30, 50 Mal. Verstehe. Das mit dem Papier rechne ich ab. Ist schon in Ordnung, mach dir deswegen keine Sorgen. Willst du gleich gehen oder willst du noch einen Schluck? Ja, sofort, damit die Briefe rausgehen können. Haben Sie mich erschreckt? Guten Abend. Sie arbeiten noch? Ja, ich habe nur ein paar Sachen kopiert. Ist sonst noch jemand im Haus? Ich glaube nicht. Das heißt vielleicht doch, ich habe vorhin was gehört. Wo haben Sie was gehört? Unten auf der Treppe. Er prüft wohl die Türen überall. Dann haut er wieder ab.
Hier war's. Ein Knall? So was Ähnliches. Das Juweliergeschäft. Gehen Sie raus. Bleiben Sie draußen. Gehen Sie nicht weg. Ich bleibe hier. Die Masse der Leiche werden in die Skizze übertragen. Mhm. Stefan, was ist? Kommst du mal bitte. Ja. Schau dir das an. Von hier haben sie sich abgeseilt. Sind durch den Lichtschacht und unten durch das Toilettenfenster wieder rein. Schöne sportliche Leistung, das Fenster unten. Ja, war eben nicht gesichert, nicht? Auf diese Weise haben die den Alarm überwunden, weil ja nur die Schaufenster, die Vorder- und Hintertür gesichert waren. Ja, die Frage ist nur, warum sind die nicht denselben Weg zurück, sondern hinten raus, durch die alarmgesicherte Tür? Mhm. Wo ist der Augenzeuge? Der ist unten im Laden. Das ist Herr Schuster, der hat die Täter gesehen und kann sie genau beschreiben. Na ja, großartig. Er hat hier im Haus früher gearbeitet und hat heute Nacht in seiner früheren Firma den Kopierer benutzt. Sagen Sie, wie kam sie denn eigentlich rein? Ich habe einen früheren Kollegen gebeten, mir den Schlüssel zu geben. Ich habe den Kopierer mit Erlaubnis benutzt. Ja, und als er ins Haus kam, hat er verdächtige Geräusche gehört. Das hat er dann dem Wachmann gesagt, der hier auf seinem Kontrollgang war, nicht? Großer Gott. Sie stürzen an mir vorbei. Auf ein Auto zu. Dann beschreiben Sie jetzt mal die Täter. Ja, es war ja dunkel draußen. Ich meine, ich habe die beiden Männer nicht genau gesehen. Und ich war ja auch aufgeregt, weil gerade die Schüsse gefallen waren. Sie sprachen von jüngeren Leuten. Wie alt ungefähr? Ja, ungefähr 30. Vielleicht auch jünger. Sie trugen dunkle Hosen, Jacken. So genau weiß ich es nicht. Haben Sie die Gesichter gesehen? Ich meine, würden Sie die Leute wiedererkennen, wenn wir Ihnen Fotos zeigen? Fotos? Ja, wir haben so eine Kartei mit Fotos von Leuten, die für so einen Einbruch in Frage kämen, ne? Was ist denn? Der Juwelier ist da, Herr Massoni. Er beziffert den Schaden auf ungefähr 2,5 Millionen. Herr Massoni? Ja. Ich bin entsetzt. Fassungslos. Ein Geschäft auf diese Weise ausgeraubt.
Abends wird alles, was sich in den Vitrinen befindet, hier eingeschlossen. Vorschrift der Versicherung. Nee. Und jetzt alles weg. 2,5 Millionen. Ich habe hier im Haus gearbeitet, jahrelang, aber dass ein Mann so viel Geld in seinem Laden stecken hat, das hätte ich nicht gedacht. Haben Sie meine Zigarette da? Wissen Sie, ich habe hier aufgehört zu rauchen, aber jetzt habe ich plötzlich Lust dazu. Naja, würde mir vielleicht auch gar nicht bekommen. Herr Schuster? Ja? Würden Sie bitte mal kommen? Ach, darf ich 2, 3 Angestellte herholen wegen der Schadensfeststellung? Nicht bevor die Spurensicherung beendet ist. Herr Masoni? Ja, bitte? Ich habe hier im Haus gearbeitet. Sie kennen mich nicht? Nein, tut mir leid. Wann können meine Leute kommen? Verstehen Sie, ich muss der Versicherung die Unterlagen so schnell wie möglich geben. Ich bin dazu verpflichtet. Das geht nicht vor morgen früh. Herr Masoni? Haben Sie den Wachmann gekannt? Ja. Ja, ich kannte ihn. Seit Jahren. Wir haben immer mal miteinander gesprochen. Über die Familie. Ist die Familie des Toten verständlich? Ja, eine Funkstraße ist unterwegs. Dankeschön. 2 Kinder hat er. Sohn und Tochter. Er selbst war nicht ganz gesund, aber nachts rumlaufen, das konnte er. Ich gehe gern spazieren, sagt er. Naja, so ist das. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Ins Präsidium. Diese Leute kommen alle in Frage? Ja, das sagt unser Computer. Also lassen Sie sich Zeit, schauen Sie sich die Fotos ganz genau an. Ja, ja. Im Moment noch. Ich muss mir diese Gesichter ja vorstellen in der Nacht. Die Kerle rannten raus wie Rennläufer. Die sind vielleicht losgesprintet. Aber ich habe sie dennoch ganz gut gesehen. Ich habe nämlich eine schnelle Auffassungsgabe. Wovon meine Geschäftsleitung nicht so überzeugt war. Irrtum. Ich hab sie. Und Gesichter prägen sich mir ein. Dem Masoni nicht. Dem Juwelier, meine ich. Gehe jahrelang an dem vorbei und er kennt mich nicht. Weiter. Dieser? Lassen Sie mir doch Zeit. Kann ich mal eine Pause machen? Natürlich. Wollen Sie irgendwas trinken? Ach, ist eine gute Idee. Einen Schnaps haben Sie wohl nicht. Danach wäre mir jetzt. Allerdings, ich habe nichts gegessen heute Abend. Würde mir vielleicht gar nicht bekommen, so ein Schnaps. Wissen Sie, ich muss das ja erst begreifen, was ich heute Abend erlebt habe. Verstehen Sie? Ich verstehe Sie sehr gut. Da ist vor meinen Augen jemand umgebracht worden. 2,5 Millionen. Eine Menge Geld. Willi? Ja? Fährst du einen Schuster nach Hause, bitte? Also, einmal dachte ich, er hat jemanden erkannt. Und er sagt es uns nicht, meinst du? Ja, das kam mir so vor. Naja, er war unruhig, er war aufgeregt. Weißt du, die 2,5 Millionen, die haben ihn beeindruckt. Mhm. Hier hat er gestockt. Wer ist denn das? Halsner Johannes.
Erika, ich bin's. Hast du schon geschlafen? Ja, natürlich. Entschuldige, aber ich muss dir erzählen, was heute Abend passiert ist. Ein Mord. Ich war Zeuge bei einem Mord. Was? Was bei einem Mord? Wieso warst denn du Zeuge bei einem Mord? Was soll das heißen? Stell dir vor, bei Masoni haben sie ausgeräumt. 2,5 Millionen haben sie da rausgeholt. Die haben den Wachmann erschossen und ich stand draußen, war vor der Tür. Vor der Tür? Wie? Ja, weil, das erzähle ich dir später. Ich war jedenfalls dabei. Also, die haben den Wachmann erschossen und sind raus, an mir vorbei. Erika, ich habe sie gesehen. Ich war die ganze Zeit auf der Polizei und habe mir Fotos angesehen von den Leuten, die dafür in Frage kommen. Wieso Polizei? Wieso, was hast denn du bei der Polizei verloren? Ich verstehe überhaupt nichts, wovon du sprichst. Hast du getrunken oder wieso wächst du mich mitten in der Nacht? Erika, kann ich nicht jetzt bei dir vorbeikommen? Was, jetzt noch? Ja, jetzt. Ich brauche dringend deinen Rat. Ich könnte in 20 Minuten... Ach, jetzt mitten in der Nacht. Komm gefälligst morgen früh. Morgen früh, morgen früh. Es ist eine wahnsinnig wichtige Sache. Also so wahnsinnig wichtig kann das nicht sein, dass das nicht bis morgen früh Zeit hat. Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Morgen früh erst. Ich sage ja, ich habe verstanden. Also dann. Bis morgen früh. Ja, wenn Sie den Mann kennen, Halsner, Johannes Halsner. Den Joe. Wissen Sie, wo der wohnt? Muss ich euch das sagen? Worum geht's denn? Um ein kleines Gespräch unter vier Augen. Ein Alibi für heute Abend. Welche Zeit darf's denn sein? 23 Uhr, wäre uns recht. 11? Moment mal. Muss ich überlegen. Also nicht, dass ich mich in Verlegenheit breche. Ein Alibi habe ich immer. Zeugen, so viel sie wollen, aber wozu brauche ich ein Alibi? Gehen wir in Ihre Wohnung. Nein, nein, suchen Sie nur. Auch ohne Durchsuchungsbefehl. Ich bin da nicht so pingelig. Das sieht man. Können Sie mir nicht sagen, was Sie eigentlich suchen? Schmuck. Schmuck? Im Werte von 2,5 Millionen, aber den werden wir ja hier wohl kaum finden. Und was wollen Sie dann von mir? Geben Sie uns mal Ihre Alibi-Zeugen. Er wollte immer nur wissen, wie kommen Sie auf mich? Das kennen wir doch. Sie haben doch ein Alibi rund um die Uhr. 25 Stunden, wenn es sein muss. Aber er wollte wissen, wie kommen Sie auf mich? Die Waffe, aus der diese Projektile verschossen wurden, ist nicht registriert. Und Vergleiche mit dem vorliegenden Material haben nichts ergeben. Ja, ja. Was ist mit dem Seil im Lichtschacht? Die Ermittlungen dazu sind eingeleitet. Das ist ein Tau, wie man es manchmal bei Booten verwendet. So eine Festmacherleine. Wie lang ist denn die Leine? 8 Meter. Das Seil war festgemacht wie mit einem Seemannsknoten? Nein, mit einem ganz einfachen Knoten. Ja, gibt es Spuren im Lichtschacht? Von Schuhen vielleicht? Nein. Nein? Das müssen ja Artisten gewesen sein. Darunter? Mit dem ganzen Zeug? Und keine Spuren an den Wänden? Was ist mit dem Geschäft? Ja, gibt's Vergleiche mit ähnlichen Einbrüchen, Fingerabdrücke? Jede Menge Fingerabdrücke, aber die müssen wir erst mit den Abdrücken der Angestellten vergleichen. Das deutet aber alles darauf hin, als wenn die Täter Handschuhe getragen hätten. Wir machen gerade die Aufstellung. Der Schaden ist eher größer. Ja. Herr Masoni, die gesamten Schmuckstücke sind doch sicher en bloc vom Täter direkt zum Hehler gegangen.
Meine Frage ist jetzt, welche Stücke kann der Hehler sofort verwenden? Bei welchen Stücken ist das etwas schwieriger? Und muss er eventuell Steine verändern? Also wenn Sie Ihre Aufstellung machen, dann passen Sie bitte darauf auf, ja? Gut, sehr gut. Du denkst daran, Else. Ja, ja. Ach, grüß Gott, hier soll der Wiesner wohnen. Dann willst du meinem Vater wollen. Der lebt nicht mehr, der ist gestern Nacht umgebracht worden. Ja, wir sind von der Kriminalpolizei. Bitte. Danke. Herr Schuster. Ja, ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich habe mich doch oft mit dem Wachmann unterhalten, gesprochen über die Familie, die Kinder. Und da dachte ich, geh mal vorbei, weil... Weil? Ja, ich war doch dabei, als man ihn umgebracht hat. Und hat sich... Ja, bitte? Hat sich schon irgendwas ergeben wegen der Täter? Nun, die Ermittlungen sind noch im Gang. Kommen Sie vorwärts? Ja, das ist nicht so einfach. Herr Schuster konnte uns nur eine unvollkommene Beschreibung geben. Naja, es war Nacht. Und ich war auch irrsinnig aufgeregt. Also noch keine Spur von den Tätern? Nein, bis jetzt nicht. Nett, dass Sie herkommen. Meine Mutter liegt im Schlafzimmer. Sie ist völlig erledigt. Meine Schwester ist auf dem Weg hierher. Sie ist Kellnerin in Garmisch. Wir konnten sie erst heute Morgen erreichen. Kann ich Sie mal was fragen? Ja, natürlich. Es geht wirklich um 2,5 Millionen? Ja, ich weiß nicht so genau. Harry? Ja, es könnte hinkommen. Wissen Sie, dass mein Vater ein ganz armer Hund war? Sehen Sie doch um, wie er gelebt hat. Scheiden, da geht's doch gar nicht mehr. Hat nie in seinem Leben irgendjemand was zuleide getan. Wird einfach abgeknallt. Es wird mit den Tätern geschehen, wenn sie kriegen. Sie werden ihren Prozess bekommen und als Mörder verurteilt werden. Okay, okay, okay. Darin wird mein Vater auch nicht wieder lebendig. Meine Schwester. Nette Leute, die Wiesners. Den Sohn kannte ich noch gar nicht. Hab ich ganz gut mit ihm verstanden. Darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden? Natürlich. Ich will meine Frau noch aufsuchen. Habe ich Ihnen gesagt, dass wir getrennt leben? Ich frage mich, was ist los mit dem Mann? Benimmt er sich normal? Was soll denn sein? Er kennt die Täter. Er lässt sich bezahlen dafür, dass er schweigt. Dafür gibt's doch keine Anhaltspunkte, Stefan. Aber könnte der nicht auf die Idee gekommen sein? Du meinst zusammen mit dem jungen Wiesner? Also, jetzt geht deine Fantasie mit dir durch. Hoffentlich. Hallo? Guten Tag, Herr Schuster. Guten Tag. Wollten Sie zu mir? Ja. Etwas Wichtiges? Ich treffe mich nämlich mit meiner Frau. Ach ja, richtig. Sie haben mir gesagt, dass Sie von Ihrer Frau getrennt leben. Ja, sie hat unsere Wohnung vor ein paar Monaten verlassen. Sie hat ein bisschen durchgedreht, weil ich keine Stellung mehr hatte. Jetzt ist sie wohl dahinter gekommen, dass sie da vielleicht einen Fehler gemacht hat. Ja. Ich hole sie wieder her. Fein. Ja, dann will ich nicht länger stören. Darf ich Sie hinfahren? Ich habe ja einen Wagen. Sie? Ja, ich wollte mal fragen, wie es Ihnen geht. Danke, einigermaßen. Fein. Kann ich reinkommen? Bitte. Danke.
Ja, ich kam eigentlich ganz zufällig vorbei. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich Sie antreffen werde. Warum nicht? Ja, arbeiten Sie nicht? Ich habe mir Urlaub genommen. Ah ja, natürlich, um bei Ihrer Mutter zu bleiben. Wie geht's ihr denn? Wir haben sie in ein Sanatorium gebracht. Zur Erholung. Und Sie machen Urlaub? Ja, und den habe ich auch nötig. Ja, ja, ich verstehe, es ist ja auch eine Menge auf Sie eingestürzt. Ja, das ist richtig. Ja, gut. Ja, hier, was ich noch sagen wollte. Bisher gibt's keine Spur von den Tätern. Was ich persönlich sehr bedauere, weil es sich hier um einen besonders sinnlosen Mord handelt. Um einen sinnlosen Mord. Mein Vater hatte auch eine Waffe. Die er aber wohl nicht benutzt hätte, nicht? Gibt's was Neues? Nein, noch keine Spur von den Tätern. Sie sind nicht wieder zurück nach Garmisch? Nein, ich... Meine Schwester hat sich auch Urlaub genommen. Wir haben hier über eine Menge nachzudenken. Tja. Wir wohl alle. Aber ist das möglich? Kennen die Mörder und nehmen Geld von ihnen. Wenn wir so weit sind, können wir einpacken. Dann sind wir mit unserem Latein am Ende. Ja, aber trotzdem... Was trotzdem? Der Tod, Stefan. Ich meine, auch der Tod durch Mord ist Realität. Und da ist nichts rückgängig zu machen. Was nicht rückgängig zu machen ist, wird akzeptiert. Akzeptiert. Oder hingenommen. Du hast vollkommen recht, Harry. Akzeptiert und hingenommen, natürlich. Schuster und die beiden Geschwister Wiesner werden jetzt überwacht. Und zwar rund um die Uhr. Er ist seit 20 Minuten da drin. Sie müssen ihn ja kennen, Herr Schuster. Sie haben ihn ja schon gesehen, nicht? Wo habe ich ihn gesehen? Auf einem Foto, das wir Ihnen gezeigt haben, von einschlägig Vorbestraften. Na, darüber sprechen wir ja gerade. Immer mit der Ruhe, Derek. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich erkläre Ihnen das mal, wenn ich darf. Fangen Sie an. Sie haben mich doch neulich aufgesucht in der Nacht, als dieser Juwelierladen ausgeräumt wurde, nicht? Und fragten mich nach meinem Alibi. Aber ich war so perplex, ich konnte mir überhaupt keinen Reim drauf machen. Ich war völlig ahnungslos. Am nächsten Tag habe ich in der Zeitung gelesen, was da passiert war. Dass jemand die Täter gesehen hat und möglicherweise identifizieren kann. Da ging mir natürlich ein Licht auf. Dass Sie ihm Ihre hübschen Bildchen gezeigt haben, ist ja auch klar. Er hat sicher mit seinem Fingerchen gleich auf mich gezeigt, stimmt's? Nein. Nein! Das ist ja gut. Stehen Sie da rum, setzen Sie sich hin. Hat Nein gesagt, Sie haben es gehört. Tja, und ich wollte dann schon genauer erfahren, was da eigentlich gelaufen ist. Und ich dachte mir, ich schaue mir den Typ mal an. Und dabei war ich gerade, als Sie reinkamen. Genickt Ihnen das? Was sagen Sie dazu? Ja, ja, das ist richtig. Na bitte. Und dann, Herr Derek, kommen Sie zufällig hier rein oder werde ich überwachen? Ich bin ganz zufällig hier. Dann haben Sie ja wohl nichts dagegen, wenn ich mich jetzt verabschiede? Nein. Hat mich sehr gefreut, Herr Derek. Alles gut, Herr Schuster. Vielleicht melde ich mich noch mal. Herr Derek.
V jetzt wieder bei Ihnen? Ja. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass sie zu mir zurückkommt. Kann ich mal mit Ihrer Frau sprechen? Wozu? Bitte sehr. Erika? Das ist Herr Derrick von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie. Du weißt doch, er bearbeitet den Fall. Ich habe dir doch erzählt. Bitte. Mhm. Er wollte dich kennenlernen. Ich habe ihm gesagt, dass wir eine Weile getrennt gelebt haben aufgrund von Missverständnissen. Können wir Ihnen etwas anbieten? Vielleicht einen Kaffee? Bitte. Das ist ein sehr hübscher Ring, den Sie da haben. Wie? Was meinen Sie? Ich meine den Brillantring Ihrer Frau. Ist er neu? Nein, der ist nicht neu. Wieso neu? Den hat sie schon sehr lange. Seit wann haben Sie den Ring? Seit wann? Wieso? Naja, wo haben Sie den Ring gekauft? Bei welchem Juwelier? Wie kommen Sie dazu? Mein Mann hat ihn mir geschenkt. Ich muss Ihnen doch nicht sagen, wo ich den Ring gekauft habe. Kann ich ihn mal haben? Kann ich ihn behalten? Nur für einen Tag. Wenn Sie wollen. Bitte sehr. Guten Tag. Grüß Gott, ist Herr Massoni da? Ein Augenblick, bitte. Herr Massoni? Ach, die Herren von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Guten Tag, Herr Massoni. Herr Massoni, ich habe hier einen Ring. Ich möchte Sie bitten, ihn zu prüfen. Ob er vielleicht zur Beute gehört. Zur Beute? Darf ich mal? Ja, ja. Einen Moment bitte. Elsa, Herr Bosner. Die Liste bitte. Bedauere, der Ring ist nicht von uns. Eine Qualität, die wir nicht führen. Aber warten wir ab, was Herr Bosner sagt. Nein, der ist nicht von uns. Wo haben Sie ihn her? Darf man fragen, was der Ring wert ist? Nun, etwa 12.000, 13.000 Mark, vielleicht auch etwas mehr. Prüf. Sie sagen, Sie führen diese Qualität nicht. Er hat fast 2 Karat. Dafür ist er nicht gut genug. Darf ich noch mal fragen, woher Sie den Ring haben? Ach, schade. Ich dachte schon, wir hätten den Fall gelöst. Ich nehme an, Sie bringen den Ring zurück. Mhm. Hier ist er. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich habe ihn prüfen lassen, ob er zur Beute gehört. Und? Was ist dabei herausgekommen? Aber danach muss ich wohl nicht fragen. Man hat Ihnen gesagt, er gehört nicht dazu. Habe ich recht? Ja, Sie haben recht. Wollen Sie noch etwas von mir? Nein. Ist gut. Wie heißt das Lokal? Danke dir. Oh, gut, dass ich euch noch erwische. Schuster, seine Frau und die beiden Wiesners haben sich gerade zum Abendessen getroffen. Ich hoffe, Sie haben gut gegessen. Ja, ja, das haben wir. Sind Sie öfter hier, Wiesner? Nein, ich bin zum ersten Mal hier. Eingeladen? Nein. Warum fragen Sie? Haben Sie noch was vor heute Abend? Es kann sein.
Ist das für Sie von Interesse? Überhaupt nicht. Nein. Ich wünsche Ihnen noch einen recht angenehmen Abend. Danke. Sie waren dann noch in einer Diskothek und zwei anderen Lokalen. Anschließend hat Schuster die beiden Wiesners nach Hause gefahren und ist dort etwa noch eine halbe Stunde geblieben. Ich danke dir, Willi. Sollen wir Sie weiter überwachen? Ja, natürlich. Ich bin ganz sicher, die wissen, wer die Täter sind. Wieso kommen Sie hierher? Was wollen Sie von mir? Ja, ich möchte mir ein Bild von Ihnen machen. Ich möchte wissen, wer Sie sind. Wer ich bin? Ja. Ihre, na, sagen wir es, ruhig, Ihre Mentalität interessiert mich, wenn Sie so wollen, Ihr Charakter. Ich habe aber keine Lust, mit Ihnen über meinen Charakter zu sprechen. Vielleicht haben Sie gar keinen. Bleiben Sie sitzen. Herr Wiesner, ich habe Ihren Vater im Treppenhaus auf dem Boden liegen sehen, tot, ermordet. Wollen Sie mir nicht ehrlich mal sagen, was das Ganze soll? Ich vermute, dass Sie die Mörder kennen. Und es ist für mich ein unglaublicher Gedanke. Sie und Schuster schweigen und die Mörder zeigen sich erkenntlich. Das ist ein perfekter Unsinn. Wie kommen Sie nur auf so einen unglaublichen Unsinn? Ich habe erwartet, dass Sie nach Beweisen fragen. Sie meinen, was man nicht beweisen kann, das gibt es nicht. Sie irren sich. Ich werde doch wohl noch fragen dürfen, ob Sie beweisen können, was Sie mir da unterstellen, oder? Mhm. Wie lange ist Ihre Mutter noch in diesem Sanatorium da in Wiessee? Ein Monat, vielleicht noch zwei. Solange sie braucht, um wieder gesund zu werden. Ja. Sie haben da eine Anzahlung gemacht in beträchtlicher Höhe. Ja, darf ich nicht. Die Frage ist, konnten Sie? Woher haben Sie das Geld? 4.500 Mark haben Sie angezahlt. Allein angezahlt. Wenn Sie mir Ihre Bankauszüge zeigen. Nein. Mein Lieber, Sie sind da in eine Situation geraten, die werden Sie nicht durchstehen. Es sei denn, Sie haben wirklich keinen Charakter. Rufen Sie mich an. Vielleicht kommt ja der Moment. Verstanden, Ende. Schuster ist unterwegs. Zu Halsner. Na, dann sehen wir uns das mal an. Wieder raus? Nein, alle Ein- und Ausgänge sind bewacht. Das machen wir lieber rein. Thank you.
Wer hat sie so zugerichtet? Was? Wer sie so geschlagen hat? Was ist denn passiert? Der Mann ist erbarmungslos zusammengeschlagen worden. Nicht nur geschlagen, auch gewürgt worden. Unter Umständen hätten sie ihn sogar totgeschlagen. Herr Schuster, wer war das? Wer hat das getan? Was hat's, ne? Nein. Nein. Ich weiß nicht, wer es war. Ich habe nichts gesehen. Es war Halsner. Nein, nein. Warum waren Sie in dem Lokal? Es ist das Lokal, in dem Halsner verkehrt. Nein, nein. Herr Schuster, war es Halsner? Nein. Lassen Sie mich zufrieden. Gehen Sie. Halsner festnehmen. Herr Halsner, bitte. Ja. Haben Sie Schuster gestern zusammengeschlagen? Aber Derek, wie kommen Sie denn darauf? Zeigen Sie mir Ihre Hände. Woher haben Sie diese Verletzungen? Verletzungen? Das ist vom Karate-Training. Das kann schon mal vorkommen. Das ist nicht schlimm, Herr Derek. Wollen Sie mich veralbern? Wieso denn? Sie haben gestern Nacht Schuster zusammengeschlagen. Er sagt das, ja. Nein, das sagt er nicht. Na also, was wollen Sie dann von mir? Der wird doch wissen, wer ihn zusammengeschlagen hat. Wo waren Sie gestern Abend? Ach so, jetzt brauche ich schon wieder so ein Alibi. Also. Das wäre verdammt gut, wenn Sie uns hätten. Hm. Wir haben Sie die ganze Nacht gesucht. In Ihrer Wohnung waren Sie nicht. Na ja, manchmal übernachte ich auch bei irgendeiner Freundin. Ehrlich? Was ist denn? Jetzt wissen Sie nicht weiter, Herr Derek, oder? Also, Sie haben gestern Nacht Schuster erbarmungslos zusammengeschlagen. Und Schuster sagt nichts, so? Und jetzt frage ich mich natürlich, warum sagt Schuster nichts? So wohl sein Bier, oder? Mich müssen Sie jedenfalls laufen lassen, stimmt's? Mhm. Wie geht's Ihrem Mann? Nicht besonders gut. Der Arzt sagt keine Aufregung. Hm. Tut mir leid. Ich kann sie ihm nicht ersparen. Ach. Sie auch hier. Um was geht's denn? Um was es geht? Sie sehen ja. Man hat Herrn Schuster niedergeschlagen. Wir haben davon gehört. Und deshalb sind wir hergekommen. Hat er gesagt, wer ihn niedergeschlagen hat? Er kann sich nicht erinnern. Das müssen Sie doch akzeptieren. Gucken Sie ihn sich doch an, wie Sie ihn zugerichtet haben. Jetzt hören Sie mir einmal gut zu. Halsner. Nicht wahr, Herr Schuster? Halsner hat sie so zugerichtet. So, und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, warum. Jetzt packen Sie endlich aus und sagen Sie, was Sie wissen. Was Sie wissen? Was Sie wissen? Und Sie beide. Es gibt nichts zu sagen. Nichts. Nichts. Ach ja, Sie tragen ja Ihren Ring nicht mehr. Haben Sie nicht mehr? Doch. Sie hat ihn. Wollen Sie ihn sehen? Nein. Nein, das ist nicht nötig. Behalten Sie ihn nur.
Willst du mir nicht sagen, was los war? Hudson hat wirklich nichts mit dem Einbruch und dem Raub des Schmucks zu tun. Wir haben ihn damit bekannt gemacht, der Name Schuster. Der stand ja leider in der Zeitung und hat Hudson sehr schnell mitgekriegt, dass Schuster weiß, wer die Täter sind. Wir hatten ja fast totgeschlagen, um den Namen rauszukriegen. Verstehst du jetzt, warum er uns nicht sagt, warum er uns gar nicht sagen kann, wer ihn so verprügelt hat? Da haben sie das Seil festgemacht. Und wer sich da runterlässt, der muss Spuren an den Wänden hinterlassen. Wir haben keine gefunden, nicht die geringsten. Warum? Weil sich da niemand runtergelassen hat. Hier sind sie rein. Mit einem Schlüssel. Die Alarmanlage haben sie ausgeschaltet, auch ganz normal. Wie man eben eine Alarmanlage ausschaltet, wenn man sie kennt. Wir hatten den Bruch vorgetäuscht. Massoni? Du warst ja dabei, ich habe ihn mit dem Ring gezeigt. Er sagte, der ist nicht von uns. Es war eine Lüge. Er ist von Ihnen. Sag mal, ist sie nun erschrocken oder nicht? Dürfen wir mal reinkommen? Ja, natürlich. Einen Moment bitte. Wir waren schon in Ihrem Geschäft, aber Sie haben ja geschlossen. Ja, wir haben ja kaum noch Ware. Das Geschäft bleibt eine Weile geschlossen. Aber bitte kommen Sie doch rein. Danke. Ach, Sie sind hier mit Ihrem Angestellten. Das ist Angestellte? Gut. Nun, Frau Wegner lebt in meinem Haus. Wir leben zusammen. Mhm. Herr Bossner ist Ihr Bruder. Weswegen kommen Sie zu mir? Ach ja, ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie Herrn Schuster gekannt? Er hat doch jahrelang im gleichen Haus gearbeitet. Er kennt Sie. Ich nehme an, jeden von Ihnen. Die Frage ist jetzt natürlich... Kennen Sie auch ihn? Ja, aber ich bitte Sie, da gehen doch zahllose Leute täglich aus und rein. Ich habe diesen Mann vorher nicht gekannt. Wie ist es mit Ihnen? Ich kenne den Mann nicht. Und Sie? Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals vorher gesehen zu haben. Warum fragen Sie danach? Es ist eine Überlegung. Die Täter rannten an Schuster vorbei. Und er erkannte sie. Einen, vielleicht auch beide. Hat er das ausgesagt? Er hat einen von ihnen erkannt. Von uns? Wen erkannt? Einen von ihnen nehmen wir an. Nehmen Sie an. Nehmen wir an. Wir wissen ja, dass er der Polizei nicht erzählt hat, wen er erkannt hat. Stattdessen nehmen wir an. Hat er Sie aufgesucht? Wen aufgesucht? Herrn Massoni. Hat ihm erzählt? Er hat einen von Ihnen erkannt, so? Und da war er nun plötzlich. Ein Augenzeuge. Reden Sie doch keinen Unsinn. Ein Augenzeuge. Ich wiederhole, Sie reden Unsinn. Ein Augenzeuge, mit dem Sie verhandelt haben. Sie gaben ihm Geld und nebenher noch so einen Brillantring für seine Frau. Das alles nehmen Sie an? Nehme ich an. Warum haben Sie den Augenzeugen nicht mitgebracht? Hat sich eigentlich bei Ihnen schon ein gewisser Halsner gemeldet?
Sie fragen ja nicht einmal, wer das ist. Wer ist das? Jetzt ist aber Schluss mit dem Theater. Ich nehme Sie fest. Alle drei. Sie gehen mit ins Präsidium. Willi? Ja? Hast du einen Kaffee für mich, bitte? Ja. Na, wie steht die Sache? Die leugnen wie verrückt. Alles, was wir ihnen vorhalten. Die Schulden, die Kredite, die sie nicht zurückzahlen konnten. Naja, die waren finanziell am Ende. Aber sie leugnen. Sagen immer nur, holen Sie doch Ihren Augenzeugen. Stellen Sie uns doch gegenüber. Und wer ist der härteste Brocken? Der Bosner. Abteilung eiskalt. Ich wiederhole. Alles, was Sie sagen, stimmt nicht und wird entschieden bestritten. Es ist nicht beweisbar. Keine Angst vor dem Augenzeugen. Keine. Gar keine? Gar keine. Harry. Wo ist Schuster? Ich nehme an, zu Hause. Halsner hat Verbindung aufgenommen. Mit Masoni und mit Bosner. Er hat sich quasi ins Geschäft reingehängt, nachdem er von Schuster erfahren hatte, wer die Täter sind. Also, jetzt stört nur noch der Augenzeuge. Ja? Mein Mann hatte eine Verabredung. Ich weiß nicht wo. Ich weiß auch nicht mit wem. Herrgott noch mal, ich weiß es nicht! Ah, Schuster, wie geht's denn? Steigen Sie wieder ein. Ich muss mit Ihnen reden. Rutschen Sie rüber, ich fahre. Willi, sofort Fahndung nach dem Wagen. Schnell, komm. Wohin fahren wir? Warten Sie es ab. Sie haben mit Masoni gesprochen. Ja, das habe ich. Was haben Sie ausgemacht? Das ist eine Menge Angst für ihn. Das braucht doch niemand zu haben. Von wegen. Sie sind doch jetzt ein irrsinniges Risiko für jeden, ne? Für mich. Ja. Wo fahren wir hin? Wenn ich nervös werden, Herr Schuster. Ich möchte aussteigen. Halten Sie bitte an. Ich kann jetzt nicht anhalten. Da ist der Wagen. Dieser von 5211. Wir haben das gesuchte Fahrzeug. Es fährt südliche Münchner Straße statt auswärts. Wie viele Wagen sind im Einsatz? Gut, danke. Ich darf nämlich aussteigen. Ich will aussteigen! Vor dem Haus. Hörte die Schüsse. Da rannten zwei Leute aus dem Haus.
kannte sie alle beide. Die Angestellten aus dem Juwelierladen. Ich dachte, was? Diese beiden? Ich war so völlig verwundert, wie ich es ihnen gar nicht beschreiben kann. Ich dachte, behalte es lieber erstmal für dich. Wann haben Sie mit Masoni gesprochen? Am nächsten Morgen. Ich bin hingegangen und habe gesagt, Herr Masoni, ich habe heute Nacht Ihre Leute gesehen. Da haben Sie mir gedroht. Halten Sie um Gottes Willen den Mund. Da sagte ich, ich habe es aber schon den Kindern des Wachmanns erzählt. Da meinten sie, wir kommen für alles auf. Da haben wir alle gedacht, dass es vielleicht so am besten ist. Das war es wohl nicht. Nein, das war's nicht.